So, hallo zusammen, in dieser Produktvorstellung geht es um unser High Protein Sticky Method Feeder Futter. Das ist ein spezielles Futter zum Method Feeder Angeln mit bestimmten Eigenschaften, welche bei Method Feeder Angeln einfach von Vorteil sind bzw. benötigt werden. Erstens ist es ein extrem feines Futter und extrem klebrig und schwer. Das bedeutet, das schwere Futter, es sinkt einfach schnell ab und löst sich nicht schon im Mittelwasser, daher klebrig, es löst sich erst am Gewässergrund nach kürzester Zeit. Daher sehr fein gemahlen. Hierfür wurde einfach Trockenschlämme und Melasse verarbeitet im Futter, sehr fein gemahlen, um es extrem schwer und klebrig zu machen, dass es auch bei Weidewurfe Method Feederkorb einfach super hält. Das Futter hat ca. 35% Proteingehalt, sprich einen sehr hohen Proteingehalt. Hier wurden einfach sehr hochwertige Fischmehle, Fleischmehle, Blutmehle sowie Hanf geröstet und gequetscht verarbeitet, je nach Geschmacksrichtung. Zu den Geschmacksrichtungen, wir haben einmal Bloody Mary, wie hier sehen könnt, die rötliche Farbe, einmal die braune Farbe als Chili Hanf und dann noch das klassische Fischmehl, wie ihr es jetzt hier sehen könnt, in der Farbe dunkelbraun. Somit habt ihr für alle Bereiche das entsprechende Futter bzw. den entsprechenden Geschmack. Zur Montage bzw. zur Verwendung selbst zeige ich euch hier mal kurz. Nehmt ihr euer klassischen Metal Feeder Korb und die Form hierfür. Fügt das Futter bzw. füllt das Futter hier ein. Nehmt euer Metal Feeder Korb, presst ihr das hier rein. Und fertig ist es, wie ihr hier sehen könnt. Ready to fish. Ein kurzer Tipp noch, wenn ihr jetzt ein Gewässer angelt, ab 3-4 Meter Wassertiefe, ideal einfach nochmal von Hand ein bisschen nachpressen, um es einfach noch stabiler am Method Feeder Korb zu halten. Das sorgt einfach dafür, dass es nicht in der Absinkphase sich schon löst vom Korb, sondern erst am Gewässergrund. Dadurch habt ihr einfach einen kleinen, kompakten Futterplatz, wo die Fische sich drauf aufhalten. So viel zum Futter. Zur Verpackung. Das Method Feeder Futter, wie ihr hier sehen könnt, in dieser Verpackung, in der Best Catch Pro Verpackung. Das Besondere, die Verpackung ist zusätzlich wiederverschließbar, sprich wenn ihr nicht das ganze Futter am Angeltag braucht, 750 Gramm sind im Päckchen, könnt ihr es wieder verschließen, es verliert nicht an Geruch und Geschmack und ihr könnt es dann einfach längere Zeit aufhalten. Was auch noch funktioniert als zusätzlicher Tipp, da gibt es auch einen anderen Film dazu, unsere Method Feeder Pellets habe ich hier mal vorbereitet. Könnt ihr auch machen als Kombination, wenn ihr einfach mehr Futter am Gewässergrund wollt, sprich auch noch Pellets da haben, dass die Fische sich längere Zeit da aufhalten und da fressen können. Könnt ihr auch wieder das ein bisschen Futter eingeben zum Beispiel, das jedem selbst überlassen, wie ihr das macht. Dann nehmt ihr etwas von den Pellets. Gebt die Pellets hier ein und obendrauf zum Beispiel wieder etwas Futter sowie natürlich euren Hakenköder mit rein. Dann presst ihr das Ganze wieder und dann schon, wie ihr sehen könnt, habt ihr einfach eine tolle Kombination aus dem Method Feeder Futter sowie den passenden Pellets dazu. Die halten sich dann einfach am Gewässergrund länger auf bzw. lösen sich nicht sofort auf und beginnen zu arbeiten und ihr könnt die Fische einfach länger an eurem Futterplatz behalten. In diesem Sinne, testet es mal aus, erhält dich bei eurem Tackle Dealer. Viel Spaß am Wasser, Petri Heil und dicke Fische.